Leute, ich habe in einem Video gefragt, ob ihr Fragen habt für das nächste Talkformat. Ich habe einige Fragen bekommen. Vielen Dank dafür. Ich habe die Fragen in drei verschiedene Themen aufgeteilt. Das erste Thema geht Fragen über mich. Das zweite Thema geht über die Sprachtherapie. Und das dritte Thema über die Schule. Fangen wir mal an. Die Fragen über mich. Mich würde interessieren, ob du einen Unterschied hast zwischen dem, wie du sprichst und wie jemand ohne Sprachstörung spricht. Man wollte es immer hören, dass ich anders spreche wie andere, aber das kommt durch meine verbale Entwicklungsdyspraxie. Ich höre oft, dass viele Leute sagen, dass ich mit einem Akzent spreche. Selber finde ich das nicht so schlimm, weil ich weiß, von woher ich komme. Auch habe ich oft das Wort, die ich nicht so richtig ausspreche. Zum Beispiel das S, das geht bei mir bei den Seiten, aber eigentlich sollte das S in die Mitte gehen, aber bei mir geht es an die Seiten. Dann Frage über die Sprachtherapie. Frage 1. Hatte ich beim Verstehen von Sprache Probleme? Zum Beispiel, der blaue Ball ist hinter dem großen Viereck. Nein, da hatte ich keine Probleme. Ich habe die Logopädin wohl verstanden, aber es war nur, dass ich nicht richtig sprechen konnte. Ich konnte die Leute wohl verstehen und hören und wissen, was die meinen, aber ich konnte nicht erklären, was ich genau musste. Ja, so. Und hast du dann verstanden, wo genau der Ball ist und welche Farbe er hat? Ja, ist das die Antwort auf die Frage? Wie auch bei den vorigen Fragen habe ich die Logopädin und andere Leute, die mit mir gesprochen haben, wohl verstanden, aber ich konnte nicht ausdrücken, was ich meine. Ich habe jetzt, und das hatte ich früher auch, hatte ich Probleme mit schwierigen Worten, um die zu verstehen und was die meinen. Ich weiß wohl, was die damit meinen, aber das schwierige Wort, das vergesse ich. Wenn man zum Beispiel ein schwieriges Wort mir heute sagt, das bin ich dann morgen wieder vergessen. Das habe ich jetzt noch immer, aber den Wortschatz ist wohl viel größer geworden, natürlich. Und die Frage, mich würde interessieren, wie du dich als Kind verstanden gefühlt hast und wie schwer es war, sprechen zu lernen. Also, ich habe mal auf den Dachboden gesucht und da habe ich meine erste Logopädenschrift wiedergefunden. Das war das sind 4, da war ich 3,5, gerade 4 Jahre alt. Wir haben angefangen mit solchen Bildern und dann möchte ich die Größe davon sagen. Zum Beispiel, welches Geräusch macht das Auto, welches Geräusch macht die Blume. Und so haben wir dann angefangen, um mit mir zu sprechen. Ich habe auch noch gefunden, dass ich in meinem Heft Kussmunde mit dem Lippenstift machen musste, weil ich konnte keine Rundungen mit der Lippe machen, wie man auch sehen kann. Ich konnte keine Kuss geben zu meiner Mutter, das habe ich immer einfach so gemacht, weil ich konnte das nicht. Und so habe ich das auch bei den Logopäden geübt. Weil ja, wenn man keine Rundungen mit den Lippen machen kann, dann ist es auch schwierig, um bestimmte Buchstaben oder Wörter richtig auszusprechen. Und ich war auch früher sehr frustriert, wenn ich etwas sagen musste oder ich wollte etwas beantworten, was meine Mutter hat gesagt, aber ich konnte nicht. Ich weiß wohl, was ich wollte sagen, aber es kam nicht aus mir raus. Ich habe es dann früher, wo ich war, 3 Jahre alt war, habe ich immer gesagt, was ich wollte. Dann hat meine Mutter auch gefragt, oh, willst du damit spielen? Sag ich mal, oder willst du raus? Ja, was willst du? Und desto älter ich
war, dass der Grille tiefer bin ich geworden. Und ich habe danach später da Bilder gemacht, wo ich wie 5 Jahre alt war, was ich genau wollte und wie ich es erklären wollte, habe ich dann aufgezeichnet. Und wo ich schreiben gelernt habe, habe ich dann aufgeschrieben, was ich meine, was ich wollte, sodass die anderen Leute und auch meine Mutter wusste, was ich meine. Und ja, wie sollte man es anders erklären, wenn man nicht richtig sprechen kann? Und ich bin auch zur Sprachschule gegangen und dort habe ich die Gebärdensprache auch gelernt. Und das hat mir auch sehr viel geholfen. So konnte ich auch mit meiner Mutter auch kommunizieren und auch in die Schule, was ich genau wollte. Manchmal mache ich noch immer Gebärdensprache, wenn ich irgendwo bin, im Supermarkt oder in die Stadt. So weiß ich und meine Mutter auch, was sie meinen. Und das hilft mir noch immer. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich zu der Sprachschule bin gegangen. Weil dort habe ich sehr viel gelernt und das hilft mir noch immer. Und dann habe ich noch eine Frage über die Schule bekommen. Und das ist, wurdest du als Kind gehänselt? Habe Angst, dass man schon keine Freunde findet und gemobbt wird. Er ist erst 4 Jahre alt. Also bei mir war es so, wo ich in die Sprachschule bin gegangen. Dort bin ich nie gemobbt geworden. Jeder in der Schule hatte etwas. Also ich meine schon untereinander, wenn man etwas hat. Ich wurde dann nie gemobbt, hatte viele Freunde und ich habe dort sehr viel gelernt und ich mochte es gerne zu der Sprachschule gehen. Wo ich 8 Jahre alt war, musste ich leider zurück zu die normale Grundschule, weil ich einfach so gut war, wie ich sprach und wie ich gelernt habe. Was die Kinder in einem Tag dort gemacht haben, habe ich den nächsten Tag in einer Stunde wieder angeholt. Also war es viel zu gut, leider für die Schule. Also musste ich wieder zurück zur Grundschule in meinem Dorf. Am Anfang war das noch alles gut. Und die Kinder waren auch noch sehr klein, aber ab einem gewissen Alter, das war dann bei mir ab 10 Jahre, war Mobbing schon ein Thema, weil ich spreche doch anders. Lernen, manche Fächer finde ich das sehr schwierig oder ich habe manche Sachen nicht verstanden, musste ich nochmal hinterfragen. Aber wir waren auch nur mit 6 Mädchen in der Klasse, also schon recht wenig. Nicht, aber gemobbt wurde ich da schon, aber das ist meine Erfahrung, weil ich weiß auch, dass in der Schule und auch in der Klasse, wo ich war, kein Verständnis für meine verbale Entwicklungsdyspraxie war. Also das gehörte auch natürlich dabei. Ich denke, wenn man gute Hilfe hat und die Lehrer auch Verständnis haben und die Mitschüler auch, dass man etwas hat und wie man Hilfe benötigt, dass das doch anders ist. Aber hier ist das doch etwas schwierig, weil viele können es einfach nicht, was das genau bedeutet. Dann muss man das immer und immer wieder erklären. Und das mache ich jetzt auf meinen Social Media auch, weil viele kennen es einfach noch nicht und dann ist die Schule doch etwas schwierig. Also, das waren die Fragen, die ich bekommen habe für das Talkformat. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, könnt ihr die mir immer stellen. Dann mache ich dazu wie immer noch ein Video. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag weiter und bis dann.